Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Unser Thema ist heute Haul unter 5 Euro in Schwarz-Weiß und ich habe dafür zwei so Schüsseln gekauft. Im Supermarkt gab es die weiße schlichte Schüsseln und eine Schüssel hat davon 2,49 Euro gekostet. Deswegen konnte ich genau zwei Schüsseln kaufen. Und diesen Stift, das ist ein Glasstift, eine Glasmalfarbe auf Wasserbasis, den habe ich mir von Eva geliehen. Also der gehörte jetzt zu dem Haul nicht dazu. Haul waren diese beiden Schüsseln und bisher sind die weiß. Aber mit dem schwarzen Stift werde ich die jetzt noch ein bisschen gestalten mit einem hübschen Muster und dann entstehen hoffentlich ganz schöne schwarz-weiße Schüsseln. Diese Glasmalstifte, die gibt es übrigens im Bastelgeschäft oder auch im Internet zu kaufen. Die sind relativ teuer, also ein einzelner Stift kostet so zwischen 3 und 5 Euro und man kann natürlich auch ganze Pakete kaufen mit allen möglichen Farben dann. Die sind dann auch relativ teuer, deswegen war ich jetzt froh, dass ich mir den von Eva leihen konnte. Wenn man damit etwas angemalt hat, dann muss man das 30 Minuten bei 160 Grad einbrennen, also im Backofen und danach ist das sogar Spülmaschinen geeignet. Glasmalfarbe auf Wasserbasis und ja, dann kann es losgehen. Und so bemale ich jetzt die ganze Schüssel. Die erste Schüssel ist fertig. Ich habe das Muster komplett innen hier aufgemalt. Hier außen ist die Schüssel noch weiß, also schön schwarz und weiß. Und jetzt habe ich noch die zweite Schüssel und die möchte ich nicht so flächig komplett bemalen, sondern nur so einen Teil damit bemalen. Dafür habe ich mir auch ein anderes Muster ausgedacht. Das soll ein bisschen aussehen wie ein Mandala, der dann eben nur an einem Bereich von der Schüssel so hier reinreicht. Dafür fange ich also an und mache erstmal mittig einen Punkt. Und darum mache ich jetzt immer unterschiedliche Muster, zum Beispiel jetzt erst so Wellen, dann einen Kreis. Dann kann ich zum Beispiel hier auch so kleine Kringel einmal dran machen, wie ich eben an der anderen Schüssel gemalt habe. Und hier an dem Rand, da geht es dann einfach nicht weiter und das Muster ist dann einfach nur noch im Halbkreis. Zickzack, Wellenlinien, Kringel, kleine Kreise, alles Mögliche mache ich jetzt hier rundherum. Jetzt ist auch meine zweite Schüssel fertig. Ihr seht, ich habe ganz viele Muster um diesen Mittelpunkt rumgemalt. Sieht ein bisschen aus wie ein Mandala und ich finde, die beiden Schüsseln passen auch super gut zusammen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche mir besser gefällt. Jede für sich ist schön und hat was Besonderes, finde ich. Und es war auch gar nicht schwer. Ich hatte ja auch in meinem Filofax schon häufiger so Muster gemalt. Da war ich schon ganz gut in Übung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Schüssel euch besser gefällt, ob ihr das vielleicht nachmachen möchtet, ob ihr vielleicht auch so Glasstifte zu Hause habt. Ich muss das Ganze jetzt nur noch brennen. Also hier stand es ja drauf bei 160 Grad Celsius, 30 Minuten im Backofen und dann sind die Spülmaschinen fest. Also da kann man dann ganz viel mitmachen, entweder sogar raus essen oder schön hindekorieren und ein paar Sachen reinlegen. Da hat man wirklich viele Möglichkeiten und so wird aus einer langweiligen weißen Schüssel so eine besondere Schüssel. Ich würde mich über eure Kommentare freuen und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. So, und dann ziehen wir jetzt auch ein Thema für die nächste Woche. Wir haben wieder schöne neue Begriffe mit drin. So, und hier kommt das erste und das ist Back to School. Ist zwar noch nicht so ganz die richtige Ecke, aber es ist ja noch ein bisschen Schule und ja, ich denke mal Back to School, was für die Schule kann man ja immer brauchen. Genau, wir können da auch einfach bei dem Thema Sachen machen, die man auch morgen schon mit in die Schule nehmen könnte. Ja, natürlich, klar. Also, einfach etwas für die Schule. Ja. Okay, das ist dann das Thema für die nächste Woche und wir hoffen natürlich, euch haben auch die Videos von dieser Woche viel Spaß gemacht. Und wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Schaut auch beim Video der jeweils anderen vorbei. Schaut auch unsere anderen Bastelvideos, unsere anderen Challenge-Videos und so weiter. Und schreibt uns gerne auch wieder Begriffe unten rein, wenn ihr neue Ideen habt, die wir hier in das Glas werfen sollen. Ganz genau. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss! Tschüss.